odds and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute endlich mal die Auflösung des Gewinnspiels, was ich vor zwei Wochen oder so hochgeladen habe, wo es einfach mal eine PSN-Karte und einen Gomme HD Premium Rang für einen Monat zu gewinnen gab. Und die Teilnahmebedingungen waren ja auch ganz klar: Kommentar abgeben, in den Kommentaren dann einen Hashtag schreiben, was man denn gerne gewinnen möchte, dann nochmal Kontaktmöglichkeiten, das Video liken, Abonnent sein und so weiter und so fort. Das mit dem Liken kann ich natürlich nicht kontrollieren, das mit dem Abonnent sein könnte ich kontrollieren, aber das wäre zu viel Arbeit. Und wir werden einfach gar nicht groß rumreden und den Gewinner gleich auslosen. Und wie gesagt, es gibt dann zwei Gewinner, einer gewinnt die PSN-Karte, der andere den Premium-Rang. Und ich hoffe, dass ihr alle faire Verlierer seid, wenn ihr nicht gewonnen habt. Es haben einfach mal über 2000 Leute daran teilgenommen, das ist dann nicht so einfach dran zu gewinnen. Und ich mache das natürlich immer mit dem Zufallsgenerator, bevor gleich die Besserwisser wieder auftauchen und sagen, Likes steht 0. Die Likes hier oben, wo gleich 0 stehen wird, das heißt, wie viele Likes sein Kommentar hat und nicht, ob er ein Like abgegeben hat oder nicht. Und auch Comments, wenn da mehr als 2 steht, dann, oder mehr als 1 steht, dann steht das da, weil der Kommentar irgendwie noch einen Kommentar hat. Wahrscheinlich dann durch denselben Nutzer. Und dann wird das auch nicht gültig sein, sorry. Ich habe ja gesagt, ein Kommentar, und dann dürfte es doch einfach mal kein Problem sein, wirklich alles in einen Kommentar zu verfassen. Ich habe viele gesehen, die haben geschrieben, zum Beispiel Hashtag PSN-Karte, haben dann abgedrückt und verschickt. Und dann merken sie, oh mein Gott, ich habe die Kontaktdaten vergessen. Dann klickt man einfach auf Bearbeiten und schreibt dann nicht noch einen Kommentar unter seinen eigenen Kommentar. Das ist total... Ich verstehe das nicht. Ich sag 100 Mal Kontaktdaten in den Kommentar schreiben. Ich verstehe nicht, wie man das dann vergessen kann. Wie soll ich dich dann kontaktieren? Über YouTube ist das eine Katastrophe, weil einfach niemand irgendwie in den Posteingang guckt oder den geschweige denn findet irgendwie. Von daher war das immer sehr kompliziert. Ich rede schon wieder viel zu viel. Wir drücken jetzt einfach mal drauf. Und der erste Gewinner ist, siehst du, genau sowas meine ich. Erstmal, der Name ist natürlich Bombe. Ist natürlich überhaupt gar nicht geklaut, der Name. Und dann... Das war ein Beispiel, was ich gerade genannt habe. Ach ja, Sky, bla bla bla. Der hat zwei Kommentare, also ist der schon mal nicht möglich. Ich gehe mal, by the way, gerade mal auf den Kanal. Das will ich jetzt mal wissen, wie der so aussieht. Boah, nice. Mega nice auf jeden Fall. Boah, dieser Name, ne? Also wer das nicht wusste, so hieß ich früher. Und so heißt ja auch mein Kanal-Link, wer das nicht wusste. Ja, nice. Der ist auf jeden Fall schon mal kein Gewinner aus Prinzip. Und wir machen einfach mal weiter. Oh... Das ist doch jetzt nicht einfach heute. Was ist denn los mit euch, Mann? Das ist natürlich dann auch kein Gewinner. Kann man nicht einfach mal einen Kommentar schreiben? Das ist doch nicht so viel verlangt, oder? Mein Gott. Oh. Freunde, was ist denn los? Zwei Comments. Oder war er das leider? Ach komm. Das ist doch nicht normal, Freunde. Warum? Warum schreibt man denn zwei Kommentare? Tut mir auf jeden Fall leid, ich habe gesagt, ein Kommentar, wow, es hat mal jemand hinbekommen, auch wenn es der kürzeste Kommentar ever ist. Das ist auf jeden Fall der Gewinner der PSN-Karte. Er hat wenigstens direkt seine Skype-ID noch reingeschrieben, hat nur einen Kommentar geschrieben. Und das ist doch mal was. Also Freunde, boah, ist das denn echt so viel verlangt, einfach einen Kommentar zu schreiben. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Gewinner mit dem Premium-Rang. Das kann ich ganz oft draufdrücken, bis da einer mit dem Premium-Rang kommt. Und das wäre auch ein super Gewinner gewesen. Ah, da ist natürlich auch noch einer. Das ist natürlich sehr nett. Auch ein längerer. Wir lesen ihn einfach mal vor. Hashtag Premium. Ich habe noch nicht lange Minecraft und ich bin ein richtiger GommaHD.net Suchti. Nur leider ist der Server meistens voll. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ich einen Monat Premium wäre. Gleichzeitig könnte ich mir dann überlegen, ob ich mir Lifetime Premium hole, da ich nicht weiß, ob es sich wirklich lohnt. E-Mail-Adresse, bla bla bla. Oh, es ist sogar ein Mädchen, glaube ich. Natascha, Nikolas. Oh, okay, doch nicht. Sorry, wenn ich mich da... Ach, da oben steht ja sogar Leon Nikolas. Tut mir leid. Das ist die meiner Mutter. Ach so. Da ich noch nicht 18 bin, ich hoffe, es ist kein Problem. Natürlich ist das kein Problem, Nikolas oder Leon. Vielleicht ist Nikolas einfach dein Zweitname. Du bist dann auf jeden Fall der Gewinner des Premium-Rangs. Ich werde euch beide kontaktieren an die ganzen Verlierer. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ihr wisst ja, auf meinem Kanal kommen sehr viele Gewinnspiele oder auch auf Twitter. Da könnt ihr dann auch gerne vorbeischauen. Da mache ich das mindestens einmal im Monat, dass ich eine PSN-Karte verlose. Also wer das nicht verpassen will, einfach mal auf Twitter folgen. Das war's mit dem Gewinnspiel. Und das ist jetzt offiziell beendet. Das werde ich dann auch runternehmen von YouTube, also dieses Video mit dem Gewinnspiel, damit da kein weiterer mehr dran teilnimmt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es hier nichts zu gefallen gibt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir haben jetzt gerade mal 10:30 morgens. Ich bin total früh aufgestanden, extra wegen dem Video. Und ja, ich verabschiede mich, Freunde, und haut rein.